Ja, und da sind wir, bevor es losgehen tut, sind wir hier im Schnittprogramm. Ich habe nur eine kleine Ankündigung voranraten von euch allen. Werde ich jetzt erstmal ein kleines Päuschen eingehen, weil ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt für diese Folge hier schon wieder eine Stunde länger gebraucht, als ich. Also, ich bin jetzt hier immer noch am Rausgatten und nimmt kein Ende wegen Husten und so. Und auf Anraten von euch werde ich jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen. Also, das heißt, für euch ist jetzt Dienstag, kommt die letzte Folge raus. Und Freitag versuche ich, also so Freitag, sondern versuche ich wieder die nächsten Folgen hochzuladen, wenn alles glatt gehen tut. Weil Stimme ist jetzt schon wieder fast weg und ich kriege das nicht mehr hin. Also, schreibt das auch nochmal bei mir in der Kanalbeschreibung mit drin. Unten, also wenn er bei mir auf dem Kanal eben tut, stehen ja bei mir in der Kanalbeschreibung die Videos drin, die bei mir laufen und wann die laufen. Und da werde ich jetzt eben halt auch reinschreiben, erstmal durchstreichen und dass da erstmal heute nichts laufen tut oder generell bis Freitag erstmal nichts laufen tut. Ich finde das erstmal richtig geil von euch, das Anteilnahme und so, finde ich. Danke erstmal an euch allen, ne? Und ja, bleibt wenigstens ihr gesund. Wir sehen uns dann quasi spätestens Samstag wieder. Also haltet die Ohren steif, ich bin dann erstmal raus, beziehungsweise starte schon mal die Folge. Also, bis denne. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Corbin. Jeden Tag nach Dorde. Die wir natürlich komplett gerockt haben. Also, die hatten gestern überhaupt nicht die geringste Chance gehabt. Alter, die haben wie sowas von weggemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch die Folge von gestern nochmal an. Aber erst nach denen ihr jetzt in dieser Folge zu Ende anschaut, ne? Kann ich nur empfehlen. Aber wir haben da noch ein, zwei Sachen zu verbessern, die mir gestern, wie gesagt, ein bisschen aufgefallen sind. Erstmal Spider-Man-mäßig. Das ist, da müssen wir uns was einfallen lassen. Ich habe da schon eine kleine Idee. Müssen wir noch gucken, ne? So, warte mal, ich mache erstmal hier die Kiste hier aus. Oh, ist das angenehm. Ja, also, wir hatten ja gestern das Problem gehabt, also, was heißt Problem? Es war ein Spider-Man gewesen. Aber ein Spider-Man kann dann irgendwann mal auch zum Problem werden. Ah. Jetzt habe ich mir überlegt, man könnte ja rein theoretisch oder praktisch da so einen Klotz ransetzen. Jo, das könnten wir tun. Also quasi diese Viertelblöcke, quer. Genau. So. Na gut, ich habe aber nicht so viele Materialien. Na okay, das kriegen wir hin. Ist ja gerade, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da brauchen wir uns jetzt erstmal gegen Kopf machen. Wir haben 7 Tage Zeit. So, ich brauche Ditte. Ich brauche Holz. Ich muss hier erstmal. Ach, stimmt ja, ich habe ja auch eine. Ja, die ganzen Kniften können auch jetzt erstmal wieder da oben rennen. Ich habe ja jetzt eine Nagelpistole. Na, stimmt ja. Das ist ja jetzt, das ist ja richtig schön. So. Das heißt nämlich, ich brauche den Hammer nicht mehr. Ah. Schneller aufwerten. Das heißt auch schneller bauen. Vielleicht bauen. Ich weiß es noch nicht. Es ist alle noch offen. Es ist noch nicht entschieden. Wie gesagt. Ich versuche, clean zu halten. Und bis jetzt habe ich das auch eingehalten. Leg mal bloß an, Min. So, dann brauche ich aber auch Holz. Ja. Holz. Da ist auch noch ein bisschen was. Aber das wird nicht reichen. Nein, nein, das wird nicht reichen. Ich habe ja kein Kies mehr, wa? Na, das sieht ja nicht gerade gut aus. Ich brauche mit dem Kies. Gut, dann würde ich mal sagen, unten kommen ja noch ein, zwei Regale hin. Ich werde das jetzt alles umwandeln. Ich brauche es so oder so. Da beißt die Maus die Fahne ab. So. Dann machen wir erstmal eine kleine Bestandsaufnahme. Und dann, wie gesagt, kicken wir, dass wir da so eine kleine. So einen kleinen Balken ranknallen da. Am Rand.
Und wie gesagt, ich habe ja auch überlegt, ob ich hier nicht da draußen wegknalle und dann hier halt so einen Schrieren setze. Dann sind die beiden Dinger zu, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil das ist eigentlich ja nicht so schlecht, wenn du das Altbeet aufklappen kannst und dann zack, bums. Das ist ja nicht mal so übel, dübel. Also ich würde erstmal sagen, wir lassen das. Jo, ich muss erstmal. Nee, erstmal kicken wir direkt nach. Also hier die Spikes, da ist. Viel übrig geblieben. Ja, hier ist natürlich nichts mehr da. Oder so wie nichts. Sag mal, was ist denn. Ah, die haben ganz schön dran genacht. Das ist schon die zweite Stufe. Naja, da haben sie noch ja nichts. Die haben versucht, da durchzukommen. Hat nicht ganz funktioniert, aber es war kurz davor. Naja, und hier ist überhaupt noch nichts passiert. So, jetzt mal hier das nochmal schnell aufwerten. Ja, wie gesagt. So ist besser. Hä? Mich deucht die Kette jetzt gerade irgendwas gehört. Na gut. Sag mal, habe ich irgendwas? Natürlich habe ich was zum Trinken. Okay. Sonst fällt der da aus der Latschen. Das geht doch so nicht. Mr. Kirby. So, ich würde sagen, ich sitze einfach eine Querschiene dazwischen, weil wie gesagt, die nimmt ja einen ganzen Block ein. Das müsste eigentlich für Spideys auch schon ausreichen. Sage ich jetzt mal so. Ach, ich kann das ja nie hinsetzen, ne? Darf ich jetzt mir wie Schuppen von den Augen? Ich habe ja da ein kleines Problem. Aber wenn ich das mit dich setze? Nee, das sieht bescheiden aus. Jut, Kabin. Das soll ja auch nicht. Das soll ja praktisch sein. Das auch. Moment mal. Zurück. Das reicht doch schon aus. Mehr musst du da ja nicht ran. Ich glaube, ich habe Problemslösung gefunden. Dann setze ich da so einen Streifen ran. Bis hinten hin und das ringsherum. Und also das ist ja wie bei der anderen Base, die wir vorher hatten. So. Hallo. Ach, jetzt macht das. Ja, das hatten wir doch so ähnlich schon mal bei der anderen Base gehabt. Und ich glaube, da hat das gut funktioniert. Ja, ja. Kopieren, dann werden wir das alt. So. Na, gehen wir nicht davon aus, dass die hier hinten ran springen, oder? Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber rechne mit den Unwahrscheinlichen. Hoch so unwahrscheinlich das auch ist. Oder so. So, nee, den behalte ich. Müsste eigentlich reichen. Ich hab kein Cobblestone mit mir. Das ist natürlich doof. Na gut. Da muss ich nochmal runter. Nee, die nehme ich nicht weg. Also. Das wäre ja dumm. Ich wusste doch. Ich hab doch richtig gehört. Komm mal rüber. Hallo. Butchie Bär. Geht mal nicht so frech, ja? Das ist kein Grund, hier rumzuschreien. Oh. Er ist Angst. Er ist Angst. Er hat Angst. Er zittert dir am ganzen Leib. Naja, gut. Habe ich denn überhaupt noch was da? Natürlich. Natürlich, natürlich, sicher, sicher. Nee. Sicher, natürlich. Ist mir doch egal. So. Den kloppen wir das noch mal da ran. Andere Seite auch noch mal und dann ist es gut. Dann passt es.
Dann haben wir unsere Base schon mal wieder ein Stück verbessert. Oh. So muss das hin. Hallo. So. Kann ich das hier eigentlich hochklemmen? Wenn wir schon mal hier sind. Hey, ich sollte erstmal das machen. Ich glaube, wir werden hier nochmal hochlaufen müssen. Das muss ja auch neu gemacht werden. Wie sieht denn das hier aus? Alles angefangen. Nichts zu Ende gebracht. Jetzt komme ich da nicht ran. Was ist denn hier los? Muss das ja sehen? So, jetzt bloß keinen Schritt zu weit machen. So. Jetzt fehlt bloß noch eine Reihe. Also, was heißt Reihe? Noch immer dasselbe, weil das ist ja noch nie fertig. Das ist ja nur die erste Stufe. Dann sind wir hier komplett fertig. So, jetzt können sie nämlich nicht mehr hier aufspringen. Ha! Kann ich überhaupt noch runterschießen? Eigentlich müsste es ja funktionieren. Es müsste funktionieren! Wir werden gleich ausprobieren. Lieber ein bisschen probieren und studieren, als wenn wir nachher kicken und dann funktioniert es nicht. Das will ja auch keiner. Wir müssen ja gucken, wie die Sichtverhältnisse sind. Und so, ne? Bringt ja nichts, wenn wir das hier hinstellen und dann ist... Ja, ich kann nach vorne schießen, ich kann nach unten schießen. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, dass die nicht mehr hier so ranspringen. Gut, wenn von hinten welche kommen, könnten die versuchen, hier rin zu springen. Da machen wir uns einen Kopf, wenn es soweit ist. Aber sonst muss es eigentlich funktionieren. Das einzige Problem, was ich dann eben habe, sind eben halt Spucker. Weil die spucken. So, jetzt muss ich das erstmal aufwerten. Dazu brauche ich Stahl. Jetzt brauche ich Stahl. Na, jetzt sind auch ein Stück. Das wird mir den Arsch retten. Nicht. Hä? Aber ich habe doch noch vor nicht allzu langer Zeit. Ich war, na okay, jetzt sind 100 Eisen, was habe ich? Na gut. Wie gesagt, ist ein Tag nach der Horde. Wir müssen erstmal wieder das ganze Material anschaffen. Nichts kommt ja nicht. So siehst du das alles. Als ob nichts gewesen wäre. Ah, das da oben haben sie auch noch nicht mal richtig so penetriert. Das ist alles in Ordnung. Na, wie gesagt, das muss ich jetzt nochmal extra aufwerten. Aber das ist mir wert. Na gut. Dann würde ich mal sagen. Warum seid ihr nur an? Strom ist aus. Achso, der Sound ist durchgehend, ne? Er ist durchgehend. So, was sagt der E-Zaun? Naja, noch nicht mal richtig einen Kratzer dran, ne, wa? Ah, hier ist ein bisschen was. Das muss repariert werden, aber das ist alles nicht so schlimm. Also. Horde 4 bestanden ohne größere Probleme. Würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt mach ich mal schnell leer. Dann holen wir uns ein bisschen Eisen, würde ich sagen. Und produzieren gleich mal ein paar neue Spikes. Ja. Muss ja ratzfatz ziehen. Und ich höre schon wieder rapscheln. Rapscheln. Wir haben schon wieder Besuch. Ja, und Munition müssen wir machen. Hallo? Hallo? Ach, jetzt. Aber dazu müsste ich bla. Ja, wir müssen denn. Zum Krankenhaus. Wegen Blei. Oh, ne? So, was ist denn hier jetzt schon wieder los? Ich hab die doch gehört.
Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kopfhörer zu gut sind. Oder ist der Wind? Das himmlische Kind. Ich sehe keine Zombies. Egal. So. Also. Ich würde sagen, weil das von uns am weitesten weg ist, holen wir erstmal Nitrat. Dann brauchen wir den Weg nicht mehr lo... Ich laufe doch nicht. Mal schön mit Töff Töff. Ja, dann holen wir Nitrat, denn Blei. Dann können wir uns schon mal Munition wieder herstellen. Die erste Rie. Und, dann ein bisschen Eisen. Und dann können wir nämlich den Rest wieder reparieren und aufwerten. Und den Type Spikes. Und dann haben wir wieder richtig schön Ruhe, rumzuschlendern. Und rumzuquesten. Wie gesagt, der Bohrer, der fehlt mir. Also ich bräuchte unbedingt den Bohrer. Mich würde auch interessieren, nee. Eigentlich sollte ich das sein lassen. Ich weiß ja, was mich da drin erwartet. Aber ich muss mir auch manchmal die Lare setzen, ne? Auf jeden Fall sind alle Zombies gespawnt. Ach, wisst. Das machen wir morgen. Wir machen morgen keine Quest. Wir werden uns morgen den Pillenshop, das Krankenhaus vornehmen. Ich wollte da die ganze Zeit schon. Eulens, na, alles gut? Steht da noch im Weg? Oh mein Gott, er kommt. Ich glaube, ich muss mich drauf vorbereiten. Warte mal, seitlich so ein bisschen. Komm, 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 komm. Na gut, er hat uns auch immer getroffen. Ich habe so viele Schwung geholt und, er ist mir in meinen Schwung reingerannt. Da konnte ich nichts machen. So, ich bräuchte bitte einen Propf. So. Na gut, wenn sie rinkommen wollen, kommen sie rein. So. Dann geht's mal los, wa? Sag mal, will er so 3000? Denn beim nächsten Mal will er 3000? Müsste machbar sein. So, hab ich, verdammt, hab ich nicht mit bei. Alle holen. Alle holen ist gut. Alle holen hätten wir mitnehmen sollen. Hab ich aber nicht. Naja. Also, ich sag mal, bis gleich. Fertig, alles geschafft. Alter, ist das ein Hin und Her, ich sage es euch. Also, ich habe jetzt 3000 Kohle, 3000 Blei und 3000 Nitrat. So, das Nitrat habe ich, wie gesagt, aus der, da wo Krankenhaus ist und das Blei auch, weil daneben ist nämlich kleine Bleiader gewesen. So, jetzt habe ich hier die Kohle rausgebuddelt. Da hat sich jetzt rausgestellt, dass daneben auch eine Nitratader ist. Boah, ne? Können wir uns jetzt aussuchen, wo wir unsere Munition kapern. Ach komm, was soll's. Voll auf der 12, yay. So, jetzt müssen wir bloß noch auf der anderen Seite dasselbe Spiel jetzt nochmal machen. Da, wir haben ja hier diese Schienen gebaut. Ja, wie gesagt, ich habe da so die Befürchtung, dass das funktionieren tut. Ah ja. So, jetzt zimmer ich das mal wieder in der Mitte hin. Naja, so nicht. So. Hüpfe mal da hoch und dann mache ich noch ein paar Stück. Ja, wie gesagt, wie lange hält schneien, Alter. Ich habe jetzt 40 Minuten nur rangebuddelt und gemacht und getan.
Ich wollte zwar gerade sagen, aber nichts ist passiert, aber das stimmt nun auch wieder nicht. Sonst hätte ich ja das ganze Material nicht. Aber wie gesagt, das kostet alle Zeit. So, und jetzt sehe ich das Ding nicht. Hallo? Achso, ich muss das ja erstmal hier so. So. Ist das jetzt. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Verschwendung. Na gut, dann machen wir es nochmal. Wollte, nee, das ist doch was. So, so wollte ich das machen. So und nicht anders Spiel. Was soll denn das? Warum arbeitest du denn schon wieder gegen mich? Naja, Kavi, wirklich arbeitest du gegen dich. Ja, ja, ist doch gut. Der Mann führt ja mit sich selbst Gespräche. Das ist nicht normal. Das mache ich aus humortechnischer Weise. Kennt man doch aus Comics. So, da, denn da, 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 da. Upsi, alle. Da ist nichts mehr. Na gut. Aber das ist schon mal sicherer wie vorher. So. Oh. Hatschi. So in der Art, wisst ihr? Gut. Also, dann schmeißen wir das jetzt rein. Oh. Machen Schießpuffer. Irgendwann denn in. Ähnlich wie folgen auch Munition. Und na Jenny war jetzt auch dann gleich. Und hier muss ich ja dann noch buddeln. Hier kommt der nächste Ding ran und dann passt das schon. So, Munition brauche er. Beeile er sich. Naja, kannst du auch ähnlich wie Sekunden Zeit lassen. Aber auch nie länger. So. Das ist auch erstmal fertig. Jetzt das Blei rein. Da mache ich Doppellegung. Und zack, bums, kannst du rein und dann. Ha! Hm, ich bin gerade im. Ach, wisst ihr was? Scheiße. Ich hab's doch so dicke. Nötig. Also. Kann weg. Weil ich hab bloß eine Hand, ich kann bloß immer schrauben. Du hast hier überhaupt nichts drin zu suchen? Alter, weiter. Das ist ja ganz schön viel Silber. Aber hey. Ich mag Silber. So, halten jetzt die da. So. Hier lasse ich auf der Tasche. Falls ich mir mal aus welchen Gründen auch immer die Haxen brechen sollte, dann ist das eben halt so. So, das kann ich verkaufen. Habe ich jetzt hier getestet. Also, ich habe ja den Tipp gekriegt von Andy, genau. Also, ich habe das jetzt ausprobiert. Ich finde, dass du verbrauchst zwar weniger Power, aber dafür müsstest du öfters zukloppen. Also bin ich doch hiermit eigentlich besser. Hier muss ich nämlich zwei, dreimal zukloppen, dann ist das Teil weg. Und im Endeffekt muss es ja dann zum Schluss eh warten, weil die Ausdauer, ne? Also, ich würde sagen, das ist dann doch müh besser. Aber ich kann mir auch täuschen. Ich sage das jetzt einfach mal so aus Blindunst. So, die Batterie, die kommt, weiß ich nicht. Die kommt, weiß ich nicht. Also, mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Entschuldigung. So, das kann mich. Ich hab die oben, ne? Natürlich, ich hab da oben meine anderen Ersatzdinger, dann können die weg. Ich hab eine Wanderhorde. Ich hatte ja nicht gerade vor einer kurzen Zeit eine richtige Horde gehabt. Ey, sag mal. Sitzt bei euch noch alles richtig? Alles fit im Schritt? Oder seid ihr einfach bloß dumm? Massiv dumm. Und der zu dritt? Was soll denn das? Ist das eine Sparhorde oder was? Ist eine Horde bei Wish bestellt? Weil doll ist das nicht. Hallo?
Also, wenn ich eine Horde haben will, dann richtig, ja? Ach, das ist so alles verarsche. Oder was sagst du? Ja, siehst du? Er findet das auch läppisch. So. Na gut. Dann können wir uns auch gleich bei Jen die nächste Quest holen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, Kabin. Hui! Naja, wie gesagt, ich musste denn alles rauscutten, weil Buddeln will, glaube ich, keiner sehen. Und 45 Minuten Buddeln erst recht nicht. Das wird interessant. Boah, Alter, diese Kurvenlage ist schon Traum. Jo, wir haben unser Ziel erreicht. Ja, Junge, nee, ich habe jetzt auch schon so schwadroniert. Also, ich habe diese Folge wieder richtig geil zu schneiden. Weil buddeln will keiner sehen. Und eine knappe Stunde schon Jagd, Kina. Hä, warum hast du denn jetzt schon wieder los? Na gut, ist warm. Trink ruhig. Ja, also eine Stunde buddeln, die will Kina sehen. Ich werde das aber bloß beschleunigen. I am so glad to see your face. I get lonely sitting by myself all day. Also aus Höflichkeit hättest du mich jetzt ausreden dürfen lassen sollen müssen. Hä? Okay, gut. Also, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, kürzen. Kürzen, aber nicht komplett rausschneiden. Ja, ein bisschen, ne? Also, los, weiter geht's. Alter, bitte, ja. I need someone who's willing to get their hands dirty. Das ist doch schon wieder die Schule. Oh, come on. The Duke's gonna slap me around if I don't make my quota this week. You look like you could handle yourself. Wanna earn some coin? Das ist auch schon bei der Waffenshop. Oh well. Check back soon. Maybe we'll have something for you. Ich wollte nur Abwechslung. You need some work? I need some commissions. Das ist eine Abwechslung. Oh, thank goodness. I couldn't find anyone to do that job. Ja, du, das sag ich dir. Da sagst du was. So. Hast du denn ein bisschen Motivation? Ich hab gerade so einen Engpass, der war gerade. Ach, da war ja was. Sorry, but I've never heard of ja, ja, ich weiß. Ach, warum hab ich denn rausgedrückt? Ich weiß, ich muss ja erstmal verdienen, um auszugeben. Ist doch gut. So. Das war dumm. Na gut, das war die Eisenschaufel. So, du kannst ja eigentlich weg. Boah, geht doch. Es geht doch. So. Na gut, ist nicht viel, aber man kennt es doch. Hättest mal die 50 Schuss gehabt, wärst du nie gestorben, so in der Art, wisst ihr? Windows? Alter, eigentlich müsste ich mir das abgewöhnen, das wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr. Das ist ja schon schwierig. So, ich würde jetzt auch, wenn jetzt hier durch Zufall das Rezept stehen würde für die Bohrer. We're open from dawn to dusk, since, you know, we don't have clocks. Genau. Ich würde den kaufen. Ich würde das kaufen. So. Ist bestimmt eine richtig geile Idee, jetzt eine Vierer-Quest zu machen. Aber ist ein Wasserwerk. Auf und davon. Aber Wasserwerk ist groß. Das werden wir heute ja nicht mehr schaffen, oder? Ich weiß es nicht. Schnauze. Nein. Das ist eine Abkürzung. Hallo? Ja, ja, halt mal. Schnauze. Ich bin gerade in einer blöden Lage. Oh, Alter, warte nun. Wo denn? Hä? Ah, da. Hä? Boah, Alter, wo schieß ich denn hin, Alter? Ich krieg eine Krise, Alter.
Hui! Das war unfair. Ich hab das Loch nie gesehen. Alter, kleiner Penner. Warte mal. Komm mal hoch. So, da ist der nächste Dude. Was war das eben? Holy moly. Ich bin identifiziert. Ja, gleich erstmal so 4 Quests in zerstörten Biomen ist bestimmt richtig gut. Und vor allen Dingen jetzt bei diesen Geräuschen, Alter, die kann ich überhaupt nicht einordnen. Das ist alles neu. So, das Dumme ist natürlich, das wollte ich jetzt ja nicht. Aber ist erstmal ja. Ich habe ja kein Garn mehr bei. Für diese Wunde. Die Geräusche machen ihn schon ein bisschen mulmig. Aber wir werden das schon durchziehen. Irgendwie. Hallo? Alter, der Sound! Der ist mir so nie aufgefallen. Bitte, Piepmatz, komm jetzt hier nicht an. So, was haben wir denn hier? Na, ist ja spitze. Ich glaube, ich sollte jetzt hier runter. Ach, der ist ja da. Na? In die Hoden! Erstmal flach liegt. Nee, das ist falsch. Hm. 2-1 Risiko. So, kommen Sie mal bitte hier rum. Boah, Alter. Krise, Alten. Schon wieder, Alter. Ich krieg eine Krise. Na gut. Gut, dass ich ein Paket bloß habe, ne? Aber ich habe ja auch eine Tablette. Na gut, wie gesagt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wie es war noch nie wie, aber es muss ja war. Alter, und die Geräusche! Die machen mich kirre. So, eigentlich müssten doch hier oben welche schon sein. Eieieiei. So, aber die hier unten, die siehst du ja nicht. Trotz, wo sie da sind. Geh einfach mal hier runter. Na, wir sind keine Zombies. Oh, Dude, das ist jetzt ganz schlecht. So, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal raus, erledigen den Hund. Der müsste ja auf... Nee, ach, das machen wir später. Der wird sich schon irgendwie durchfräsen. Ach nee, das ist ja der Ausgang, ne? Ja. Wir sind ja von oben rüber gesprungen. So, eigentlich müsste ich ja... Da unten? Das kenne ich. Ja, überall kannst du durchschießen, aber da nicht, oder was? Gut.
kommen Sie mal bitte hier rum. Aber wir sind so schnell. Ich hab doch dann immer so einen Fingerreflex, der die ganze Munition rauspöfert. Pöferisiert. Ja, nee, ist klar. Ich bleib mal beim Pöferisieren. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ja, das kann ja was werden. Immer ganz ruhig bleiben. Es ist nur ein Person. Mit gelben Augen. Ich mach mal zu. Was soll ich denn jetzt mit Pullerwasser? Hallo, nimm die Tablette, friss das. Du brauchst es. Auch wenn du das jetzt nicht wehst. Da. Das wird so schief nach ihnen. Aber ich muss das ja unbedingt jetzt machen. Jetzt hört sich nach Spikes an. Aber hier sind doch ja keine Spikes. Also nicht, dass ich wüsste. Na gut. Die werden schon wissen. So, warte mal. Dann kommen die da rum und dann da rum. Stellt mich mal hier hin. Alter, das funktioniert schon wieder nicht. Das ist doch... Kacke. So kommen wir doch nie zum Ziel. Er schließt alle Türen hinter sich. Ja, das ist eigentlich wirklich doof. Falls ich flüchten sollte, sollte ich die auflassen. Was ja durchaus möglich ist. Ja, ja, ist doch gut. Hä? Ach, da! Die habe ich übersehen. Ich wusste, dass sie da ist, aber... Ich hielt es nicht so für wichtig. So, ich weiß, dass da ein, zwei Zombies jetzt kommen. Achso, das ist ja erstmal das Wasserwerk. Oh. Tot? Ein Munition sparen. Und Lebensenergie. Hä? Rübe war nicht weg? Ich hätte schon gedacht. So, das Paket ist aber oben. Wir müssen nachher so oder so nochmal nach oben. Der ist weg. Der ist auch weg. Waren das jetzt alle? Müssen. Müssten alle gewesen sein. Hallo. Ich muss da ran. Ey, ein Holzspeer. Alter, zum Glück weiß ich, dass da hinten noch ein paar Kisten auf uns warten. Sonst werdet ihr jetzt ja ganz schön deprimierend. Ich gehe mal davon aus, dass da drüben auch grün auf uns warten, ne? So, da wird doch gleich was runterputzen. Genau. Ich hasse das. Immer noch nie. Was stimmt mit dir nicht? Friss die Tablette. Ist lebenswichtig. Vergessen oder was? Ach, Mensch. So, ich weiß, dass da jedes Ohr hin. Da. Aber das ist bloß das. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Sag erstmal nein.
Alles für eine Funzel. Es ist ein Gerunzel und Gefunzel. So, jetzt kann ich mich hier runter und dann kann ich hier... Genau. Na, kommen Sie. Aber nicht hier durch. Dein Kopf ist nämlich zu groß. Du hast eine Wassermelone. Hallo. Hui. Knapp. Aber treffe ich ihn nicht? Doch, jetzt schon. Ich glaube, der ist irgendwie hier runtergeputzelt. Zum Glück sind die nicht so clever und kommen von der Seite. Rat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 
Was heißt das? Ich werde jetzt erstmal schnell zurück, werde uns die Karre holen. Werde ein bisschen schmollen. Und ja, wir haben jetzt den vierten Tod. Okay. Hat nicht so funktioniert. Und vor allen Dingen, das war kurz vorm Ziel. Wir hätten fast geschafft. Ach, das ist so alle Kacke. Na gut. Also, ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Und ja. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also bis dann. Bin raus. Tschüss.